Dann kann ich Draid auch gleich den anderen Azov zeigen. Das hier ist der 53.119. Eben jeder welcher. Frachtverwaltung. Stück des Flügels, das muss es doch sein. Da können wir wirklich noch ein Stückchen weiterfahren. Ja, aber es ist 0 von 1. Vielleicht müssen wir es mit dem Kran hinlegen. Nachher am Ende. Das kann sein. Was praktisch ist, das heißt, wir bräuchten quasi 3 von den Anhängern. Mhm. Macht's doch gefühlt gleich leichter, oder? Willst du noch ein großes Gerät aus der Werkstatt holen und sobald du dann beim Anhängershop bist, hole ich den Hänger? Ja, macht Sinn. Warte, ich spring in meinen Tartarin. Weil sonst müssen wir ja da dreimal hin und her fahren. Ja. Ich glaube, das. Nee, wir haben das eine Ding jetzt schon da. Das Einzige, was ich jetzt gesagt hätte, ist, wir lassen den Hänger da und du kannst den Koloss wieder zurückfahren. Aber das macht ohne Hänger genauso wenig Sinn. Ja, das ist der Kleine. Genau, und das hier ist der. Verdammt, jetzt stecke ich da schon drin. Ich habe keine Ahnung. Ja, die LKW sind in der Zone, sonst würde dieses Menü, dieses Entlademenü gar nicht aufgehen, Draid. Ja. Ich meine, das ist ja wahnsinnig. Ja, wahnsinnig. Geprüft. Okay. Okay, ich weiß ja nicht, wie du Zertifikat. Ja, ich hätte das gerne auch per Zertifikat. Was für einen hast du jetzt genommen? Du hattest nicht den Longhorn genommen. Nee, nee, ich hab den Koloss, genau. Genau, dann nehme ich den auch, den 7467. Einsetzen. War das hohe oder niedrige? Hohe, ne? Ich hab nicht drauf geachtet. Ich glaube, es war eine niedrige. Oh, der hat die Auswahl hoch oder hoch. Dann würde ich jetzt mal die hohe probieren. Das war garantiert die niedrige. doch, das geht auch auf. Wenn ich daneben steht, ist mir schon passiert, deswegen frage ich so blöd. Ah, okay. Nee, wir sind tatsächlich in dem Ding drin gewesen, aber wir fahren jetzt einfach die drei Teile rüber. Sind eher alles Übergrößen, also von daher. Wo ist denn hier eine Anhängerbutze? Die ist weiter rechts von dir, wenn du quasi auf der Straße guckst. Wir loben das mal. Ich stand halt nur mit dem Hänger drin und da ging das Menü zwar auf, aber ich konnte nicht abladen, also ja. Okay. Dann haben sie das vielleicht geändert, weil normalerweise musst du mit dem Truck drin stehen und dann ist scheißegal, wo der Hänger rumhängt, solange der Hänger noch irgendwie an dir dran hängt. Genau. Hauptsache du bist drin, dass das Menü aufgeht, so kenne ich es eigentlich auch. Genau. Na, ja. Wir werden es sehen. Wir fahren die drei Teile mal ran und dann nehmen wir einen Kran und dann wird das ganz entspannt. Ich bin mir sah relativ sicher. Krisch. Was soll schon? Alles. Grundsätzlich immer alles. Ja. Und ich gucke absichtlich nicht nach hinten. Ich will gar nicht wissen, wo der Hänger dran rumschleift. So, jetzt hast du wieder volle Aufmerksamkeit. Dingse bestellt, okay. Hast du jetzt einen Johann 2 bestellt oder wie? Naja, aber das mit dem Kran abladen. Wir haben es mit dem Kran aufgeladen, also kriegen wir es auch mit dem Kran wieder runter. Genau. Nein? Eine Johanna? Aha. Einer von der Sorte reicht, okay. Spitzer. Dabei wollte ich doch schon sagen, Glückwunsch, aber nein, dann halt nicht. Also der Bauer sagt immer, wer ein Schwein satt kriegt, kriegt auch zwei satt. Also satt mit Doppel-T. Nicht, dass jetzt hier... Wenn da noch ein Mädel dazu, ja. Das kann man bei der Bestellung relativ schlecht mit angehen. Ja.
Wird schon ein wenig schwierig, da ist recht. So, macht es Sinn, hier unten rumzufahren oder will ich dann doch lieber da... Ich meine, du könntest ja so bei 10, 11 versuchen, gucken, ob eins dabei ist. Ich glaube, ich nehme den Kackweg. Besser als den anderen Kackweg. So was der Art denke ich mir auch gerade. Schön, dass ich hier gleich nochmal mit Hänger durchfahren darf. Mhm. Das erfreut das Herz. Es könnte schlimmer kommen. Mhm. Du könntest mit beladenem Hänger durchfahren müssen. Aber siehst du, deswegen kaufe ich den blöden Hänger. Dann habe ich irgendwann Spaß, das Ding zurückzubringen. Mit den Millionen, die du auf dem Konto hast, wirst du doch da eh drauf verzichten. Ich werde garantiert drauf verzichten. Aber das Ding eigentlich Schneeketten, was ich erfahre? Ich glaube nicht, wa? Nee. Aber ehrlicherweise, das Ding ist so schwer. Entweder es kracht im Eis ein oder es ignoriert's. Augen durch und zu, oder so ähnlich. Richtig. Zu Augen und durch und weg. Wir machen die Steine hier mehr Probleme als der Schnee oder das Eis. Oder der jetzt gleich wahrscheinlich im Wasser versinkende Anhänger. Ah, nee, noch sind ein paar Zentimeter Platz. Guck mal, ich habe mir hier was markiert. Hier wird doch nicht etwa. Doch. Hier ist der Posten. Ich würde das Ding vielleicht besser erstmal wenden. Nicht, dass ich nachher Mithänger wenden muss. Ja. Das solltest du auf jeden Fall. Weber, wa? Ja, quasi Smart. Oder Smirt. K-N-K. Ein linkes Öhrchen. Oh Gott, ich muss mich gleich erstmal kratzen. So. Dieser Floh macht Stress. Was? Welcher Floh macht Stress? Hier hinter meinem linken Ohr. Es juckt. Braucht der eine auf Snap? Ja, nee, aber das Problem ist, wenn ich da drauf haue, tue ich mir ja selber weh. Das ist schwierig. Nein, nicht nach hinten gucken. Das macht nur Bauchschmerzen. Nicht gucken, wo dieser Hänger gerade lang rumpelt. Wenn du eine gerade Stelle hast, kannst du dann Anhänger kaufen. Was? Gerade Stelle? Nein, Rigi, es ist sehr lieb, eine gerade, du irgendwo kurz halten kannst. Rigi, das ist sehr, sehr, sehr lieb von dir. Also da bin ich dir wirklich, ja, ich merke auch, dass dir das wirklich was bedeuten würde, aber nimm's mir nicht übel, nein. Einfach nein. Anhänger schon. Ich vermute auch mal so einen großen, breiter Tiefladen-Anhänger. Ja, jetzt habe ich noch 64.000. Echt? Ja. Na gut, du kriegst ja Zeug wieder, ne? Du hast ja alle Autos 12-mal, also von daher. Richtig. Ich habe sie aber auch gut über die Karte verteilt, also über alle. Ich wollte gerade sagen, über die Karten. Ich habe sie ja absichtlich auch mehrfach, um sie im Zweifel irgendwo stehen zu lassen und dann später wieder zurückzuholen. Das nicht mit Freude und ganz sicher nur mit schweren Herzen machen. Nee, ist klar. Was sagt denn eigentlich der Götterbote, Rigi? Ist denn die Lieferung an euch unterwegs oder gar nicht wieder geguckt? Weiß nicht, ob ihr mal geschaut habt. Wo hänge ich jetzt bitte? Warum steht die... Ich bin schon wieder auf dem blöden Stein aufgesessen, den ich nicht gesehen habe.
Ja, aber mit dem Auto wirst du dich doch da runterziehen können, oder? Ja, wenn hier irgendwo ein Windepunkt wäre. Das gleiche. Okay, genau, aus, mal gucken. Okay. Hab ich gerade. Hier ist keiner. Das ist schlecht. Ah, hinten geht's ein bisschen. Na dann. Dann wird hier alles gut. Huch. Huch. Stop. Das gibt's doch nicht. Zieh dich drüber. Jetzt. Kannst du auch anfangen zu lösen. Ja, das ist eine gute Idee. Wie er gleich losfährt, wenn man die Handbremse löst. Das ist unglaublich. Das passiert mir bei meinem Auto auch immer. Ich fahre und fahre und fahre und alle hupen hinter mir, dass ich jetzt lieber losfahren soll. Ich drücke aufs Gas und dann löse ich mal die Handbremse und dann zack, weg. Es gab gar keinen im Stau, beziehungsweise du warst der Erste im Stau auf der Arbeit. Ja, richtig. Okay, gestern entgegengenommen. Ja, das stimmt. Das letzte Mal mit der Stolle, da ging das so schnell an euch. Heute lassen sie sich ein bisschen Zeit. Da wird schon ankommen. Jetzt ist ja auch kein Essen mehr drin. Das. Das stimmt. Die wissen das nichts. Hoffentlich nicht. So, schubsen wir das Fahrzeug mal an. Zack, und runter. Sollte mir vielleicht mal grob markieren, wo mich der Satishu jetzt hinhaben möchte. Nee. Ich weiß gar nicht, wie du gefahren bist, ehrlich gesagt. Ich bin da hier gefahren, wo du eben auch gefahren bist, da am Dings rum. Ich fahr erst mal hier hinter. Zu dem Scout-Tank-Auflieger. Da mache ich erstmal einen Stopp. Da könnte ich hier schon mal tanken. Und dann muss er mir sagen, welche von den Wegen ich hier nehmen muss. Und der Rigi hier macht eine Steinejagd. Ihr kennt das Spiel. Ausrufe zu euch an. Ausrufezeichen ja, Steinejagd und eine Zahl zwischen 10 und 10, nee, 99.000. Und dann könnt ihr Edelsteine bekommen mit Ausrufezeichen Steine. Seht ihr nur die Anzahl, Goles. Du musst nochmal Steinejagd draus machen. Dann kannst du sie auch einsetzen. Du hast aktuell 14.844. Ich bin gut heute, ja. Du hast quasi zwei Befehle in einem rausgehauen. Da wird sich der Nightbot freuen. Ach ne, war das Streamlabs. Ja. Kann ich hier hoch? Ich glaube, hier kann ich hoch. Und da sehen wir die Top 10. Cheater-Rigi ganz vorne vor Cheater-Klitke. Dann meine Edelstein-Armlichkeit, dann Goles. Ja. Ihr seht's ja selber. Und hallo Nightbot. Oh, da war jemand schneller. Ja, gutes Personal. Ja, Lori, du hast dich viel zu oft von deinem Mann abzocken lassen. Der hat jetzt deine ganzen Edelsteine. Das tut mir sehr leid. Aber es bleibt ja in der Familie. Ja. Falls ihr gemeinsame Veranlagung habt, dann müsst es eh gemeinsam versteuern, diese Riesenschätze an Edelsteinen. Ach, sie alle, da hätte ich auch hochbekommen. Verdammt. Ja. Ach nee, hier stehen jetzt so viele Bäume im Weg. Das ist natürlich. Sorry, ich habe vorhin gar nicht gesehen, wer hat eigentlich bei unserem Duell gewonnen. Da kamen nachher so viele Leute, die dann irgendwelche Abonnements verschenkt haben. Da war ich kurz etwas abgelenkt. Hast du mich dann eigentlich besiegt? Du hast gewonnen. Siehst du mal, was für ein netter Mensch ich bin. Boah, Rigi. Ich weiß, das wird nichts. Ich mache es trotzdem.
Ich glaube, ich brauche auch eine Pfanne. Lori, dann würde ich es mal mit dem Weg in die Küche versuchen. Ich glaube, in der Regel sind in der Küche die meisten und die besten Pfannen zu verfügbar. Bei Aris und das war ein Test. Aha. Bei Aris und Satishu war ja das Problem, dass bis einer von den beiden in den Küchenflügel gelaufen ist. Da wissen die doch schon gar nicht mehr, was sie gesucht haben. So weit ist richtig. Und vor allen Dingen dann erst in den Pfannenraum. Also das ist dann also ja, so also Pfannenkammer. Mhm. Das ist schon fantastisch. Oh ja. Also, falscher Gang, da ist nichts mit Rückwärtsgang. Ja, am Montag in meinem verpeilten Tag hinein habe ich dann auch noch eine E-Mail von meinem Lieblingsfußballverein bekommen, dass sie eine ganze Seite über mich in die Stadionzeitung drucken werden. Mit großem Foto und so. Nein. Satt? Da war die Ladung zu schwer. Okay. Ich wollte gerade sagen, der erste, auf den Sie stolz sind, weil er einen 12-Stunden-Stream gemacht hat. Nein. Es werden tatsächlich dort immer einmal pro Monat Leute vorgestellt. Mhm. Es nennt sich Stimme aus dem Stadion. Mhm. Prost. Und genau. Ich hatte mich da mit angemeldet und da habe ich dann am Montag auch noch eine E-Mail bekommen, was sie dann jetzt alles gerne von mir hätten. Nein, habe keine Kalendertürchen. Ich habe tatsächlich dieses Jahr tatsächlich nur Kalender verschenkt. Ich habe keinen. Liegt aber daran, dass da meistens nur Süßigkeiten drin sind und ich das versuche gerade so ein bisschen wieder zu begrenzen. Also es liegt nicht daran, dass ich... Hattest du nicht den Anhänger? Ja. Den Anhänger habe ich wohlweislich da hinten stehen lassen, damit ich nicht die ganze Zeit durchrutschen muss. Anhänger ist total 1980. Weil den Hänger da hochzubekommen ist stressiger als mit dem Kran da fix hin und her zu fahren. Jetzt hier halt den Wagen hier noch runter. Rigi, machst du dann morgen eine 2 an die Bustüren, an eine davon? Oder machst du das dann so wie bei Geh aufs Ganze und fragst die Leute, welches Türchen dann aufgeht? Ob sie wirklich richtig stehen, sehen sie, wenn die Tür aufgeht. So schön per Mikrofon, ja, so nochmal so. Mit der Mr. Black Grimmi-Stimme. Fände ich super. Tür 1, 2 oder 3. Auf zu. Lieber Mr. Black, ich bin davon ausgegangen, du hast so viel flauschigen Besuch gehabt, dass ich da etwas von dir an dir, an dich. Ach, du weißt schon. Aber im nächsten Jahr werde ich dran denken. Und dann werde ich eine Brieftaube auf den Weg schicken.